Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Everybody's Going to the Rapture. Und wir waren ja hier in der letzten Folge, hatten wir ja so einen kleinen Abschwächer nochmal wieder hoch zur Kirche gemacht. Nachdem wir uns hier ein bisschen umgeschaut haben. Und irgendwie scheint es da nicht geklappt zu haben, habe ich so das Gefühl, mit dem Altar und ob das der Pater Jeremy gewesen war. Mit dem hätten wir nicht interagieren können. Was mich auch komisch gewundert hat, ist, dass wir halt kein Controller-Symbol hatten, in dem wir halt so interagieren konnten, denn der hat einfach nur so drauf reagiert und nichts passiert. Also, es war jetzt nicht, oder es liegt jetzt nicht daran, dass ich zu doof dazu war, sondern, dass es einfach nicht gegangen ist. Das ist, weiß ich nicht, ob wir vielleicht irgendwas noch übersehen haben, bevor wir da überhaupt hingehen können. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Da scheint irgendwas in der Leitung zu sein. Das wollte sie, glaube ich, gerade uns damit mitteilen. Und ich hatte mich doch nicht getäuscht. Steven und Kate, die sind ja beide ein Paar und mögen sich sogar. Und hier ist ein Ball mit Blut dran. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht mal, in welche Folge das jetzt eigentlich an sich war. Ob das in Folge 3 war oder in Folge 4, wo Steven doch verkündet hat, dass er Kate mit mal hasst. Und da frage ich mich allerdings, was passiert jetzt mit den beiden? Ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Ne, hier kommen wir nicht rein. Schade eigentlich. Aber das ist ja eh bloß eine kleine Absteige, so ein Abstellplatz. So, wenn wir hier weiter gucken. Ich werde jetzt noch nicht mal zur Kirche gehen, sondern werde da später mal hineilen. Ich werde mich jetzt erstmal nochmal hier gemütlich umschauen. Wo wir eigentlich in Folge 5 angefangen haben, auf der Brücke. Und ich frage mich eigentlich, wo das Licht eigentlich hin ist. Das Licht ist ehrlich gesagt verschwunden. Das ist gar nicht mehr da und das wundert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, da uns das Licht hier eigentlich doch auch den Weg irgendwie hinweist, beziehungsweise die Richtung doch irgendwie, glaube ich, vorgibt, wenn ich mich recht erinnere oder wenn ich an der Stelle richtig liege. Und das letzte Mal habe ich das Licht auf der Brücke hier nochmal gesehen gehabt. Und wir werden einfach trotzdem mal hier lang marschieren. Denn es scheint ja auch von der Brücke aus der einzige Weg hier eigentlich lang zu sein. Auf der Hauptstraße, beziehungsweise hier diese Hauptstraße von der Kleinstadt. Da geht es ja bloß wieder hoch zur Kirche. Da waren wir ja schon inzwischen bereits. Hier waren wir auch schon. Hier haben wir auch schon alles abgeklappert. Dann werden wir einfach mal hier mal lang gehen und schauen mal, was hier noch so, ja, so auf uns wartet. So, Bottesstraße. Und ich sehe nirgends ein kleines Licht. Wir gehen mal hier hoch. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Ob es da einfach schon zu Ende ist. Hier ist wieder das Ortsschild. Willkommen to. Ich frage mich allerdings, können wir über diesen Ort hinaus marschieren? Oder sind wir hier ein bisschen gebunden?
Wir gucken einfach mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, und da vorne ist auch schon wieder das Licht, siehst du? Wir haben das Licht gefunden. Wendy? Warum kommen wir jetzt schon in das Kapitel von Wendy? Das macht doch ehrlich gesagt noch gar keinen Sinn. Wenn wir den Pater noch gar nicht irgendwie fertig haben, den Jeremy, glaube ich. Oder? Ich bin gerade ein bisschen gänzlich verwirrt. Aber ich denke mir ja, dass das Spiel ja an sich uns das Licht ja im Prinzip das ja vorgibt, wohin wir müssen. Aber trotzdem sind wir ja hier noch gar nicht fertig. Und ich höre schon wieder die Glocke. Wir lassen uns jetzt einfach mal von dem Licht erstmal noch nicht irritieren. Wir wissen, wo es ja jetzt ist. Und welchem Kapitel wir als nächstes beschreiben werden mit Wendy. Und wir schauen uns aber trotzdem erstmal hier noch weiter um. Vielleicht kriegen wir ja hier noch weitere Sachen zu erfahren und können dann mit Jeremy, sagen wir schnell, in der Kirche nochmal interagieren. Denn er war ja doch schon ziemlich bedrückt da auf dem Weg zur Kirche. Und hier scheint die Tür offen zu sein. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Ist das ein Büro? Ist das ein Büro oder eine Praxis? Und hier scheinen Telefone zu gehen. Und irgendwas anderes noch. Hier ist ein Wartezimmer. Hm. Ah. Das scheint das Monitor, den Monitor, das scheint da zu gehen. Dr. Wade, hier sind Sie. Die Patienten stehen schon Schlange da draußen. Schicken Sie sie bitte zum Gemeindesaal zu den anderen, Barb. Doktor, die Leute sind verängstigt. Mrs. Gables rief gerade an, weil ihr Mann verschwunden ist. Sie hatte furchtbare Angst. Sie sagte, er hätte aus Ohren und Nase geblutet. Was zum Teufel soll ich denn tun? Bis die Quarantäne aufgehoben wird, können wir nirgends hin. Bitte, sagen Sie ihnen, sie sollen viel trinken, sich warm halten und die Anweisungen im Radio befolgen. Doktor, Phil, bitte, denken Sie an Ihre Patienten. Ihre Nase. Okay, anscheinend scheint es den Dr. Phil auch erwischt zu haben, dass er mit mal anfing zu bluten. Hat er sich jetzt dementsprechend an die Patienten von den Patienten angesteckt oder scheint er einfach auch nur ein Opfer zu sein, was hier in der Kleinstadt passiert? Boah, das sieht schon heftig aus. Ziemlich viel Blut auf der Tastatur. Und ich lage doch mit meinen Vermutungen recht. Das ist hier eine Arztpraxis. Und wir gehen jetzt mal hier durch diese Tür. Da kommen wir nicht rein. Verdammt nochmal. Was ist alles zu? Wie kommen wir nicht rein? Verdammt, dann kann ich ja gar nicht gucken, was hier mit dem Monitor ist. Schade. Kann man nichts machen, müssen wir so akzeptieren. Ja, dann können wir hier eigentlich aus der Arztpraxis wieder rausgehen. Scheint es hier gerade ein bisschen schummriger zu werden, vom Wetter her. So, wo gehen wir jetzt lang? Wir sind jetzt hier in der Arztpraxis gewesen und ich höre schon wieder hier irgendwo ein Radio. Und ein Telefon. Ist das hier im Auto? Kommt das hier aus dem Auto? Das wird ja immer näher. Ja. Die Häufigkeit der visuellen und akustischen Verzerrungen nimmt zu.
Darüber hinaus zeigen sich leichte Zuckungen in der linken Körperhälfte. Das alles bestätigt die vorherige Diagnose eines intrakraniellen Bluthochdrucks, der als Folge eines beträchtlich großen und schnell wachsenden Tumors auftritt. Dieser geht, wie ich glaube, vom Hypothalamus aus. Okay. Die kognitiven Funktionen sind noch nicht beeinträchtigt, abgesehen von diesen lähmenden Kopfschmerzen. Die Blutungen treten immer häufiger auf und dunklere Blutklümpchen fließen vorrangig aus den Nasengängen. Ich glaube, dass ich sterbe. Das ist mit Sicherheit nicht die Grippe oder sonst etwas, das mir je begegnet ist. Und ein Tumor wächst auf keinen Fall dermaßen schnell. Die Blutklumpen enthalten kleinere Flecken von etwas, das aussieht wie, wenn ich es näher beschreiben müsste, wie flüssiges Licht. Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen. Kurz mal innehalten, denn das ist schon doch eine Sache, die einen ganz schön, ja, so ein bisschen irgendwie nahe geht, muss ich sagen. Also der Doktor lebt auch nicht mehr, das ist ganz klar. Er war ja auch befallen von diesen diesem Vorfall, und es hat sich anscheinend Tumors gebildet. Ich höre schon wieder was, und da scheint an der Tür eine Zeichnung dran zu sein. Auf die Tür, geht nicht. Wo kommt das Geräusch her? Sieht schon sehr krass aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr nice. So, ich frage mich jetzt allerdings. Ich höre doch mal zu das Radio. Erstmal gehen wir gucken, ob wir hier überhaupt in das Haus reinkommen. Denn hier ist eine Zeichnung an der Tür gepinselt. Frage ich mich, was es darstellen soll. Klopf, klopf, macht keiner auf. Scheint eine Markierung zu sein. Einfach nur eine Markierung zu sein für irgendwas. Hier ist ein kleiner Garten. Stühle da hinten im Schatten. Und die Veranda sieht schon ziemlich cool aus hier. Ein Buch auf dem Tisch. Können wir nichts mit interagieren? Okay. Und wieso? Ach, ist ja auch geil hier. Können hier trotzdem rein. Nicht schlecht. Hier scheint aber einer sein Gewächshaus für was anderes zu benutzen. Einfach nur für Farben. Gut, kann man ja halten wie ein Dachdecker. So. Sie müssen sich entscheiden, Lizzie. Besonders jetzt. Aber ich liebe ihn, Pater. Ich liebe sie beide.
Er ist verheiratet. Diese Sache betrifft auch andere. Oh, ich glaube nicht, dass ich hier jemand als Moralapostel aufspielen kann, oder? Ich verstehe Sie ja wegen Steve und Robert, aber ich glaube, Kate sieht das etwas anders. Wirklich? Okay, sie bumst zwar niemand anderen, wenn ich mal so sagen darf, aber sie steckt Tag und Nacht in diesem Observatorium. Steven sagt, sie sehen sich kaum noch. Das ist doch keine Ehe, oder? Okay, also kriselt das zwischen Kate und Steven. Also meine Vermutung war schon eigentlich richtig, dass da zwischen den beiden irgendwie so Anspannung herrscht. Und so wie es ausschaut, wie wir gerade herausgefunden haben, kriselt es echt, weil sie die ganze Zeit im Observatorium umhergeistert und Steven sie gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Ja, das ist ja für so manche Beziehung echt ein Problem. Man könnte schon eigentlich fast sagen, es ist No-Go. Weil es ist eine Beziehung zu führen, wo man sich kaum sieht, das ist schon, ja... Da gibt es jetzt gemischte Meinungen, würde ich mal behaupten, aber das ist, in meinen Augen ist das schon nicht gut für die Beziehung. So. Da hatten wir dann wieder ein kleines Gespräch, den wir verfolgen konnten mit unserem Pater Jeremy. Also scheint es noch nicht fertig zu sein mit unserem Jeremy hier. Oder wir erscheinen noch nicht alles gesehen zu haben hier mit Jeremy. Deswegen konnten wir auch noch in der Kirche nichts machen, glaube ich. Beziehungsweise mit ihm irgendwie interagieren. Ach, ist ja geil. Man sieht hier sogar hier die... Man sieht hier sogar die Wespen, die hier so rauskommen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. So, damit haben wir auch hier erstmal das Haus begutachtet. Wir kommen ja hier sowieso nicht rein. Und die Musik ist immer wieder schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ehrlich gesagt gar nicht so viel dazwischen quatschen, wenn sowas, wenn sowas hier anfängt zu spielen, weil ich das einfach nur schön finde. So. Hier können wir nichts mehr machen. Hier haben wir ja erstmal alles abgeguckt. Und ich höre schon wieder ein Radio. Von wo? Ob wir hier durch diese Tür kommen? Scheint hier irgendwie aus dem Garten zu kommen. Hab ich da hinten gerade irgendwie ein Licht gesehen? Nee, ne? Kurz bevor ich gerade die Kamera weggeschwenkt habe. Ich bilde mir das, glaube ich, auch schon ein. Radio muss von hier kommen. Hä? Bin ich jetzt schon vollkommen verblödet? Ach, das Radio ist da drinne. Das Magnetfeld bewirkt Störungen in Telefonleitungen und elektrischen Geräten. Es sind Stimmen zu hören. Es ist 4 Uhr morgens. Vielleicht sind ja alle wach und bestaunen die Lichtshow. Okay. Glaube ich zwar nicht daran, aber gut.
Wir scheinen, ich habe schon so ein bisschen jetzt das Gefühl, dass wir hier mit dem Radius, die wir hier so draußen so finden, Informationen von Kate zu bekommen. Was eigentlich so passiert so ein bisschen. Oder was sie halt auch da irgendwie die ganze Zeit macht. Halt Informationen über Kate. Finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das sieht einfach nur geil aus. Entschuldigung, aber... Ja, aber ich schaue schon wieder auf meine Uhr. Wir haben schon wieder 20 Minuten rum und ich muss jetzt, ehrlich gesagt, dementsprechend jetzt die Aufnahme beenden und ein kleines Päuschen machen. Und ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran gehabt mit dieser Folge. Wie gesagt, wir lassen uns mit diesem Spiel Zeit, denn wir wollen hier alles so ein bisschen uns anschauen, durchgucken, erforschen, erkunden und ja, ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.